Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Devil May Cry. Das Höllentor haben wir gefunden. Allerdings, meiner Meinung nach müsste Virgil das Ding noch irgendwie ausschalten. Ansonsten wird der Kampf gegen Mundus wahrscheinlich sehr einseitig. Aber egal, begeben wir uns in Mission 19, das Angesicht des Dämons. Keine Schlüssel, keine Geheimtüren, keine verlorenen Seelen. Da bin ich doch mal gespannt, ob das Ganze ein Bosskampf wird. Warum habt ihr mein Kind getötet? Ich frage erneut, warum habt ihr mein Kind getötet? Weil du meine Mutter getötet hast. Also war es Rache? Ich verstehe. Es war mehr als nur das. Oh? Für die Freiheit. Freiheit? Ihr scheint alle Freiheit zu haben, die ihr braucht. Die Freiheit, meinen Erben zu töten. Ich meine nicht meine Freiheit. Die Freiheit der Menschheit. Menschheit. Und was glaubst du, würde die Menschheit wohl mit Freiheit tun? Als ich kam, hatten sie die. Was denkst du, haben sie damit angestellt? Gekämpft, getötet, gehungert. Ich brachte ihnen Wohlstand. Ich brachte Struktur. Was hast du gebracht? Außer Gewalt, Krieg, Tod. Komm schon, Tante. Mach ihn wütend. Weißt du was, Mundus? Du hast recht. Es war nicht für die Menschheit, es war Rache. Ich muss dir sagen, dein Kind so zu töten, zu sehen, wie es in kleine Teile zerfetzt und zu hören, wie du wie eine deiner Dämonenschlampen schreist. Unbezahlbar. Autschi. Du wirst zusehen können, wie ich dein pulsierendes Herz verschlinge. Meine Güte, wird sie beeil dich. Okay, machen wir das Ding endlich dicht. Das Höllentor.
Okay. Was hast du getan? Lass meinen Bruder in Frieden. Geht's dir gut, Tante? Hast dir viel Zeit gelassen. Gern geschehen. Mundus. Wow, da scheint jemand ziemlich wütend zu sein. Mach dich bereit, Dante. Wenn wir ihn töten? Ja, das Höllentor ist zu. Ihr werdet nur sterben. Niemals! Hast du einen Plan? Siehst du sein Auge? Ja. Sein Dämonenkind hatte sowas. Damit sollten wir anfangen. Okay, wir müssen es aufkriegen. Ich bin Mundus. Du bist ein Arschloch! Okay, ich versuche sein Auge zu öffnen. Beschäftigt. Na gut. Greif ihn nicht an. Bleib einfach am Leben, bis ich sein Auge freilege. Am Leben bleiben. Gut. Versuchen wir es. Dann mag er noch so viel Laster absorbieren. Wow. Hilfe. Ah. Gut, wir sind am Leben bleiben. Das versuchen wir doch gleich mal. Mein Weg. Ab nach oben. Auf damit. Schau mir in die Augen, Kleine. Wow. Klasse gemacht. Der ist aber recht zerbrechlich. Dante, hast du das gesehen? Ja, ich seh's. Er steckt noch immer da drin. Irgendwie müssen wir es hineinschaffen und ihn töten. Na, dann nehmen wir doch einfach das Auto. Gehen wir. Irgendwelche Geheimnisse brauche ich ja hier eh nicht versuchen zu entdecken, dass es sie nicht gibt. So, noch schnell die richtigen Waffen ausrüsten. Warum war sein Körper da drin? Mundus ist mit seinem physischen Körper verschmolzen. Deshalb muss er ihn beschützen. Also wenn wir seinen Körper finden, töten wir Mundus. Das hört sich doch gut an. Okay, weiter nach unten. Ah, da kommen wir doch durch. Kein Problem. Da auch. Aber irgendwie sieht er noch ziemlich wütend aus. Er hat irgendeine Nadel im Rücken. Könnte ein Gebäude sein. Oh. Das ist so gut. Was hast du mit ihm gemacht?
Na, weg hier. Sieht sehr ungesund aus. Und wir sind da. Bosskampf. Na, super. Okay. Ah. Okay. Das ist also angreifbar von dir. Sieht ja nicht so schlimm aus. Die linke Hand. Ups. Hey, gar nicht so schwer hier auszuweichen. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So, mal von Bundus. Ja, das war doch schon ganz gut. Oh. Oh. Ah, Dämon, okay. Nee, Moment. Das reicht nicht. Kann ich mich da hinten aufstellen? Ja. Okay. Und es macht auch Schaden. Gut. Dann halt auf den nächsten Wolkenkratzer. Ich hätte erst gedacht, dass ich... Wow, in meiner Dämonengestalt... Ja, klar. Ich kann mich nach dem ersten Schlag nicht mehr retten. Super. Dass ich in meiner Dämonengestalt da unsichtbar wäre, aber... Ja, dem war nicht ganz so. Okay, ja. Hab ich jetzt nicht mitgerechnet. So, Moment. Weiß so schön war. Machen wir beide mal gleichzeitig kaputt. Ich glaube, wenn er einen Arm verliert, die Gegner freut das meistens nicht so sehr. Ah, cool. Scheiß drauf. Na, knapp. So. Jetzt mal wieder an den anderen. Autsch. So. Oh, und das erste Auge ist auf. Sieht doch ganz gut aus. Komm her, Schnucki. Ah. Wer hat sich denn da versteckt? Weiter geht's. Wow. Ah, sowas wieder. Ich bin weg hier. Tja, hast du nur noch einen Arm. Tja, das tut mir so leid für dich. Oh. Auf der anderen Seite gibt es gar keine Fluchtmöglichkeit. Dann nehmen wir halt wieder die. Schlag mich! Autsch. Weiß ja nicht, ob man das vielleicht auch mit seiner Pistole gut machen kann. Nee. Oh, das hat gut reingehauen. Nö. Das ist ein bisschen schnell, oder? Ja, so schnell kann ich nicht reagieren. Also lieber ausweichen. Ups. Und das war Arm Nummer 2. Namonus, zeigst du mir jetzt dein wahres Angesicht? Raus damit! Verpass ihm eins, Virgil. Boah, ziemlich deformiert. Der Kleine. Oh. Irgendwie hast du keine Arme mehr. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Wow! Dein richtiger Körper hält nicht unbedingt viel aus. Ups. Ah. Einmal noch. Wenn man mir die Möglichkeit dazu gibt. Schrei mich an! Schrei ich zurück.
da geht er hin. Der Dämonenkönig. Wir haben es geschafft. Ich hab's geschafft. Tja. What the fuck? Ja, das wäre ziemlich heftig, wenn die in der echten Welt erscheinen würden. Okay. Mission abgeschlossen. Das war Mundus. Der große böse Boss. Fortschritt, 100%. Wow. Verwendete Gegenstände, naja. Und Doppel-S. Bei Mission 19. Und Boss-Bonus 1000. So, bevor ich dieses Video beende, schauen wir jetzt noch kurz das Hauptmenü an. Bin ja mal gespannt. Es gibt noch Mission Nummer 20. Okay. Das war's für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, ciao.